Stapelfeld. War bis 2009 Professor in Hamburg am Institut für Soziologie und hat dort sich immer wieder angesehen, wie man sich anpassen muss an irrationale Verhältnisse, an die bestehenden Verhältnisse, wie Anpassung erfordert wird, wie jede Form von Vernunft und gesellschaftlicher Rationalität abgewendet wird, wie ein Widerspruch gegen das Bestehende nur als ohnmächtiges Anrennen möglich scheint, ein Anrennen, das die Verhältnisse eher befestigt, denn zum Tanzen bringt. Angesichts dessen, sagt Gerhard Stapelfeld, müssen wir die Widersprüche schärfen und vor allem den Geist der Widersprüche bewahren. Denn ohne diesen Geist der Widersprüche gibt es kein Bewusstsein des Bestehenden, noch eine Erinnerung daran, dass es tatsächlich eine Aussicht gibt oder geben kann auf vernünftige Verhältnisse. Das ist eine Position, die finden sich in allen Büchern von Gerhard Stapelfeld und so auch im neuesten, vor kurzem erschienenen Buch. Das Buch heißt Aufstieg und Fall des Individuums, Kritik der bürgerlichen Anthropologie. Und worum es da geht, benennt Gerhard Stapelfeld selbst. Das geht in dem Buch um Aufstieg und Fall des Individuums, und zwar nicht eines Individuums, was existiert hat, sondern der Utopie eines Individuums, so dass man es eigentlich nicht sagen kann, was es ist, sondern das ist eine Idee, die zunächst mal eine zu verwirklichende Utopie ist, also eine Subjektivität, die noch niemand hat. So gesehen ist das nur negativ zu bestimmen durch Kritik von verschiedenen Vorstellungen von historischen Entwicklungen von Individualität. Und es geht also in diesem Sinne darum, dass überhaupt die Idee von autonomer Subjektivität als Utopie entsteht und dass dann im Imperialismus so zwischen 1870 und 80 und 1900, 1920 diese Utopie verfällt. Und das ist jetzt genauer genommen eine Utopie nicht über einzelne Menschen und ihre Subjektivität, sondern es geht immer um das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft und zur äußeren Natur, weil diese Entstehung der Utopie, die ist, dass der Mensch sich seiner selbst und seiner Verhältnisse bewusst ist. Das heißt, diese Utopie entsteht durch Aufklärung, also dadurch, dass die Erfahrung gemacht wird, dass dieser Mensch seiner selbst nicht bewusst ist und seiner selbst ist bewusst werden muss durch Aufklärung, durch Reflexion. Das heißt, im Verhältnis zu anderen Menschen, so dass er seiner selbst bewusst werden kann, nur im Zusammenhang mit der Entstehung einer bewussten Gesellschaft. Der Marxismus hat zu Zeiten von Marx noch an einen Liberalismus anknüpfen können, der auftrat mit der Idee der Aufklärung über unbewusste Verhältnisse. Also mit dieser liberalen Aufklärung hat sie eher radikalisiert. Er konnte an sozialen Utopien anknüpfen, an die Idee vom ewigen Frieden, Wohlstand der Nation, kosmopolitische Freiheit und ähnliches. Und der Marxismus später, zur Zeit des Imperialismus, als die Verhältnisse nicht mehr in dieser Weise als aufklärerisch erfahren wurden, wurden sie eher als naturgesetzlich erfahren. Das heißt, dass die Epoche, in der man davon ausging, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse gewissermaßen soziale Physik sind, also praktischer Positivismus. Und da hat sich der Marxismus noch gerettet mit der Emanzipationsidee, mit einer frühsozialistischen und von Regierung Marx auch festgehaltenen Idee, dass der geschichtliche Fortschritt immer über die befreiende Kraft der Produktivkräfte läuft, also über einen naturgesetzlichen technischen Fortschritt. Und danach hätte die Krise 1929 mit Notwendigkeit eine proletarische Revolte produzieren müssen, hatte es aber nicht. Und das zu erklären, also Wilhelm Reich hat das genannt, die Niederlage der deutschen Arbeiterklasse, überhaupt der Arbeiterbewegung, das war dann nach 1933 stand auf der Tagesordnung. Und da hat man zunächst angefangen, sich auf Freud zu besinnen und Marx mit Freud zu verknüpfen, also um diesen Widerspruch, dass scheinbar die Verhältnisse über die Entwicklung der Produktivkräfte, Reich hat gesagt, nach links gehen und die Masse der Bevölkerung nach rechts geht. Also diese Schere hat man versucht dann psychoanalytisch zu erklären, weil man mit Marx, wie man ihn zu der Zeit verstanden hat, das nicht erklärbar war. Das heißt, da hat man eine Strukturanalogie versucht zu entdecken zwischen der Lehre von Marx, Dialektik, Geschichte, dialektischer Materialismus,
und Freud, also ähnliche Strukturen in der Vorstellung. Also Freud als Naturwissenschaftler, als jemand, der die Genese von psychischem Leiden, veränderlichen gesellschaftlichen Zwängen aufklärt. Und dann versucht also mit Freud diese Schere zwischen einer an sich revolutionären Situation, wie man immer noch geglaubt hat, und doch einer reaktionären Reaktion darauf. Also der Nationalsozialist Hans Freier, ein Soziologe der Zeit, herausragend, hat gesagt, das sei die Revolution von rechts. Bisher seien alle Revolutionen in Klassengesellschaft gewesen. Und dies sei die Revolution einer klassenlosen Volksgemeinschaft, wo der Einzelne drin aufgeht. Das heißt also die Idee einer klassenlosen Gesellschaft ohne Individualität, während der Marxismus bis dahin immer die Idee einer klassenlosen Gesellschaft auf der Grundlage von Individualität gedacht hat. Gerhard Stapelfeld, haben wir in den letzten Minuten gehört hier, aus Anlass seiner Buchveröffentlichung, die Buchveröffentlichung unter dem Titel Aufstieg und Fall des Individuums, Kritik der bürgerlichen Anthropologie. Eine Veröffentlichung, die einige Fragen aufwirft und einem auch bewusst macht, dass die aktuellen Verhältnisse den Menschen alles andere als frei machen. Aufstieg und Fall des Individuums, eine Kritik der bürgerlichen Anthropologie von Gerhard Stapelfeld.